sind in beide Halbzeiten gut gestartet, haben gut Druck gemacht, haben es den Gladbachern schwer gemacht, haben auch gute Chancen nach vorne gehabt. Die müssen wir vielleicht dann einfach mal machen, um in Führung zu gehen. Und dann kriegen wir zwei dumme Tore einfach. Da müssen wir einfach besser am Mann sein und aggressiver sein, dass solche Tore dann nicht passieren. Ja, ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen. Die ersten 10, 15 Minuten haben wir wirklich gute Chancen auch gehabt. Hätten wir vielleicht einmal zuschlagen müssen fast. Dann haben wir immer mehr Abstände gehabt, immer größere Abstände von Abwehr zu Angriff. Das haben wir dann auch in der Halbzeit angesprochen, dass das Problem war. Dann ist nämlich Gladbach immer besser ins Spiel gekommen. Nichtsdestotrotz, wir haben gut gespielt, Fußball gespielt, aber wir haben natürlich nicht die hundertprozentige Bereitschaft gehabt, nach hinten zu arbeiten, in die Zweikämpfe zu gehen. Und das ist natürlich dann das Problem. Und dann wird es gegen eine Mannschaft wie Gladbach natürlich schwer, die dann offensiv so viel Kraft hat. Dem stimme ich auf jeden Fall so zu, weil ich glaube nicht, dass wir heute auf eine richtig gute Gladbacher Mannschaft getroffen sind, sondern natürlich sind sie sehr, sehr spielstark. Das haben sie auch in einigen Momenten gezeigt. Aber wir haben auch gezeigt, dass sie Möglichkeiten zulassen. Aber wir bestrafen das momentan einfach nicht und schaffen es nicht, aus unseren vielleicht auch wenigen Chancen Tore zu machen. Das muss man uns dann nach diesem Spiel vorwerfen. Ich glaube, wir haben ein ordentliches Spiel gezeigt. Aber momentan reicht ordentlich dann nicht und deswegen stehst du am Ende wieder mit leeren Händen da.